So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das ist eigentlich eine aktuelle Folge, trotzdem nicht drin, sondern auf dem Balkon. Irgendjemand hat ja mal gesagt, es wäre sowieso genial, wenn du Getränke draußen auf dem Balkon testest und Essen drinnen in der Küche. Also Ramen, Samyang und so Zeugs in der Küche und Getränke weiter auf dem Balkon. Da kann man nämlich einfach mal kurz vor die Tür, frische Luft. Und die Umgebung ist auch anders. Wir haben sonst immer diesen heftigen Innenhof gehabt. Jetzt habt ihr da drüben einfach einen einzelnen Block. Ihr seid nicht mehr im vierten Stock, ihr seid im zweiten Stock. Da fährt der Netghost vorbei mit seinem Bus. Das ist auch richtig genial. So, bis jetzt hat sich auch noch keiner beschwert. Wenn sich einer beschwert, dann keine Ahnung, dreh ich wieder durch und hüpfe vom Balkon. Aber wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar gibt es heute Fake Prime. Ihr wisst, ich bin ein richtiger Prime-Fan. Ich trinke in letzter Zeit jede Prime-Sorte, die ich sehe. Ich hole die mir aus der UK, aus der USA, aus überall her. Muss ich mir Prime besorgen. Ich möchte alle Flaschen sammeln. Was nicht so schön aussieht, sind diese Fake Primes. Die sind nämlich von Freeway. Und die gab es im Aldi oder im Lidl. Ich habe keine Ahnung. Und das ist wirklich Fake Prime, weil es sind auch Hydration-Getränke. Das ist auch mit essentiellen Aminosäuren, mit Kokoswasser, 10% aus Kokoswasserkonzentrat, genau wie Prime. Erfrischen, auftanken, stay hydrated, okay, bla bla bla. Und die Sorten, es sind genau dieselben Sorten. Es ist Blue Raspberry Flavor, also blaue Himbeer. Genau das gibt's von Prime. Es ist Strawberry Watermelon, also Erdbeer und Wassermelone, genau diese zwei, also diese Kombination gibt es von Prime. Und das Heftigste, die letzte Sorte ist Tropical Punch. Und Tropical Punch, das ist ja nicht nur einfach tropisch oder exotisch, es ist Tropical Punch und genau diese Sorte Tropical Punch gibt es eben auch von Prime. Wir wollen das jetzt mal probieren, jede Sorte einzeln, es ist aus dem Lidl, hier steht es drauf. Und wenn wir dann probiert haben, alle zusammen in dem Ernesto-Glas zusammen wegziehen. Ansonsten ist Jonas hier und klopft die ganze Zeit an die Tür, aber keine Sorge, der ist nicht alleine. Das Muttertier ist drin, Sandra ist drin und vielleicht ist das dann hier die neue Chuck-Location. Schon wieder von draußen nach drin gewechselt, von drin wieder nach draußen. Wenn es jetzt hier mitten in der Nacht wäre, musst du es drin machen. Wenn es jetzt hier übelst regnet und stürmisch ist und windet, musst du es drin machen. Jetzt, weil die gerade drin Party machen, mache ich es aber hier draußen. Wir fangen mal an mit Blue Raspberry von Freeway Hydrate 10. Einfach nur mal einen kurzen Nipper nehmen. Und dann merke ich schon, dass das viel süßer ist als Prime. Dass das viel, der Geschmack ist viel stärker, es ist viel präsenter als Prime. Ich würde sogar gerade sagen, es schmeckt sogar besser als Prime in dem Moment. Aber ist es vielleicht ungesünder als Prime? Prime hat ja wirklich gar nichts. Das hat kein Koffein, das hat wie ist das andere Zeug hier? Das hat keine Kalorien, beziehungsweise nur 20 Kalorien. Das ist recht wenig. Und es hat vor allem auch keinen Zucker. Hier ist Himbeer-Zitrusgeschmack mit Süßungsmitteln, Zusatz von Magnesium, Kalium, 3 Aminosäuren, 3 Vitamin, Fruchtgehalt 10%. Also Süßungsmittel. Kein Zucker, aber Süßungsmittel. Dann müsste es ja eigentlich auch okay sein, aber es ist irgendwie viel kräftiger. Aber es ist halt kein Prime und ich sammle die Flaschen nicht, die gebe ich wieder ab. Aber vom Geschmack her finde ich das gerade richtig brutal. Richtig erfrischend, ohne Kohlensäure, kannst du machen. Jetzt haben wir das zweite, und zwar das Strawberry Watermelon. Jetzt machen wir das mal auf, probieren da kurz einen Nipper. Das ist auch leicht rosa. Also sieht zumindest rosa aus. Schmeckt auch, geht klar, kann man trinken. Geht ein bisschen mehr in die Prime-Richtung, also das erinnert mich schon eher an Prime. Das andere war richtig brutal. Guckt euch jetzt mal die Farbe an, wie schön jetzt dieses Rosane hier aussieht. Stell mal wieder zur Seite, also finde ich gut. Wer sowas trinkt, ohne Kohlensäure, ohne irgendwas, einfach mal zum
hydrieren. Gönnt euch das. Hydrate 10 von Freeway aus dem Lidl. Und Tropical Punch. Tropical Punch ist die letzte Sorte. Da wollen wir auch probieren. Kurz Deckel hoch. Ist leicht rötlich. Das passt auch. Das riecht auf jeden Fall mega stark und fruchtig, ist aber vom Geschmack relativ leicht und dann kommen diese Note hinterher, die du riechst. Und das hat auch irgendwie ein bisschen was vom Prime Flavor, aber ja, das ist auch fast wie Prime. Das erste war stärker, das zweite ging sich in der Hand, aber die sind natürlich deutlich günstiger. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es gekostet hat. Vielleicht 99 Cent. Prime kostet 1,99. Vielleicht hat es auch 1,99 gekostet. Dafür sieht es nicht so cool aus, dafür schmeckt es aber irgendwie besser, gebe ich zu. Ich bin ja ehrlich, ne? Auch wenn ich Prime so gut finde. Wir füllen jetzt den Rest hier auch mal ein und probieren einfach mal alle drei Sorten zusammen in diesem super schönen, guckt euch das an, wie super schön und rosa das aussieht. So. Das lade ich jetzt dann mal aktuell hoch und ihr könnt ja dann auch mal sagen, wie euch das jetzt besser gefällt, ob ich die Getränke jetzt wirklich immer draußen mache. Weil da auch halt die Farben besser zur Geltung kommen, gerade wenn du Gläser hast oder wenn du Dosen hast. Die sehen halt draußen besser aus als in diesem künstlichen Licht. In dem künstlichen Licht kannst du, glaube ich, wirklich nur Essen zeigen. So, sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja, da ist keine Kohlensäure drin, da kommt also nichts hinterher. Das ist also egal.